ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch etwas zeigen, denn die liebe Isa hat mich überrascht und meinte, sie wollte mir was Kleines zuschicken. Das hat sie auch, allerdings war das Päckchen dann doch größer und schwerer, als ich gedacht habe. Und ich habe mich so mega gefreut, es waren so schöne Sachen dabei. Mich hat das Ganze noch vor Weihnachten erreicht. Und ich bin jetzt immer noch sprachlos, wenn ich einfach an den Inhalt von diesem tollen Geschenk denke, an ja, das schöne Paket, weil sie hat mir wirklich nur Sachen geschickt, die auch wirklich hundertprozentig passen. Ne? Ich fange mal mit ganz kleinen Sachen an, wie zum Beispiel Gewürzspekulatius. Ich liebe Spekulatius und ist aktuell für mich immer was ganz Cooles zu essen. Und ja, das ist jetzt dann die letzte Packung, die ich habe. Ich hatte selber noch zwei, drei Packungen Spekulatius daheim gehabt. Und ja, der wird dann demnächst auch geöffnet. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Und vor allen Dingen hat die liebe Isa mir auch eine Karte mitgeschickt, was mich tierisch gefreut hat, denn Isa macht so Karten selber und sowas liebe ich ja total und ich darf euch die Karte zeigen, den Inhalt nicht. Und was ich auf jeden Fall mal zeigen wollte, schaut euch mal diese schöne Schrift an. Oh, einfach echt hübsch. Ja, und die Katze ist wirklich sehr, sehr niedlich gestaltet. Das hat mich so gefreut. Da ging mir wirklich ein Herz auf. Isa, meine Liebe, ich danke dir. Ja, Isa macht das selber. Da steht auch nochmal handgemacht hinten drauf. Und ich werde euch ihren TikTok-Account mal unten in der Infobox verlinken. Da zeigt sie großteils Diamond Painting Sachen, geht auch an und manchmal live, weil sie vor kurzem die 1000 Abonnenten geknackt hat. Ich schaue da gerne mal rein, das ist bei ihr wirklich sehr, sehr angenehm im Live. Ja, deswegen, ich verlinke euch mal den Kanal, falls ihr TikTok-User seid, könnt ihr ja da gerne mal reinschauen. Aufmachen tue ich das nicht, weil da steht ganz persönlich. Und es ist auch wirklich eine sehr persönliche Nachricht drin. Deswegen, ja, nicht der komplette Inhalt der Karte, aber ich zeige euch, wie hübsch sie ausschaut. Und die ist wirklich niedlich und die kommt neben meine Geburtstagskarte von meinen Mädels. Ja, jetzt habe ich nämlich schon zwei so super tolle, süße, personalisierte Karten. Und das, ich finde sowas einfach echt mega. Da freue ich mich immer total. Dann war in dem Päckchen noch zweimal diese Boxen. Eine ist noch verpackt, die ist noch zugeschweißt. Da steht auch drauf Storage Jars, 12 Stück. Und da sind halt in diesem kleinen Acrylkasten 12 solche großen Döschen drin. Und die sind wirklich riesig, riesig. Da passt echt viel rein. Das heißt, das sind wirklich Döschen für Bilder, die vielleicht wenig Farben haben, aber mega viele Steinchen. Und finde ich super, finde ich echt praktisch. Habe ich so noch nicht gehabt. Gibt es bei Action. Glaube auch von den Schmalentaler. Und ja, ich habe jetzt zwei, das heißt für insgesamt 24 Farben. Und ich habe vielleicht schon eine Idee, wofür ich die verwenden werde. Aber da warte ich mal ab, das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, auf jeden Fall sind die sehr, sehr stabil, sehr, sehr toll. Und ich finde hochwertig richtig gut. Ne? Also das ist ja auch kein billiges Plastik. Das ist wirklich gut. Wie gesagt, die Döschen, die sind auch wirklich perfekt. Die Schrauben sich echt gut auf und auch wieder zusammen. Und finde ich perfekt. Werdet ihr bestimmt auf jeden Fall bei mir mal wieder mitsehen. So, ja, das waren die ersten zwei. Das hatte ich dann noch eingepackt gelassen, um euch zu zeigen, wie das gepackt im Geschäft ausschaut. Falls ihr euch das nachkaufen wollt, gibt es im Action. Bestimmt nicht in jedem.
jede Filiale unterscheidet sich da ja ein bisschen. Ja, und dann hat die liebe Isa mir noch eins von den Actionbildern geschickt. Und zwar gibt es seit kurzem auch Actionbilder mit eckigen Steinchen. Und sie hat mir diese süße Meets geschickt. Und die finde ich so knuffig. Der Karton ist auch wieder mit diesem wunderschönen Holo-Effekt. Da seht ihr das nochmal. Na, da stehe ich ja total drauf. Und die Mietz hat blaue Augen, ist getigert. Sie grinst auch ganz süß. Und es sind Blümchen dabei. Absolut tolles Motiv. Werden wir dann auch einfach mal anpainten, weil ich bin echt gespannt, wie die Qualität ist. Wir gucken einfach mal rein. Ich habe es schon mal ein bisschen grob rausgeholt, deswegen liegt hier meine Legende auch schon draußen. Die habe ich vergessen mit einzupacken wieder. Ja. Also das erste Auspacken habe ich natürlich nur für die Isa gefilmt. Und ja, aber das sind so tolle Sachen, die vielleicht auch für den einen oder anderen ziemlich interessant sind. Deswegen dachte ich, hey, ich mache ein kleines Video, erwähne sie. Und ja, wie gesagt, denkt dran, falls ihr TikTok habt, schaut mal gerne bei ihr vorbei. Steht alles unten in der Videobeschreibung. So, ja, also ich würde sagen, gucken wir mal rein. Und da ist das Bild. Ach ja, auf dem Karton ist hinten dann noch drauf, welche Farben man hat. Ein Toolkit. Ja, alles, was wir brauchen, ist mit dabei, ist auch mit aufgelistet. Eine Beschreibung. Ja, dann steht da noch unsere Größe und dass wir über 15.000 Steinchen haben. Die Info, dass wir eckige Steinchen haben und das Bild gelegt. Das sieht man auch schon ein bisschen, was ich sehr gut finde. So, das Bild ist hier extra nochmal in einer Tüte drin. So, wir holen es raus. Und gucken. Ja, das Toolkit ist jetzt schon draußen. Das hatte ich, glaube ich, nicht wieder mit reingelegt. Und das ist unsere Mietz. Ich finde den Druck wirklich richtig bombastisch. Man sieht auch schon schön, wie das Bild rauskommen wird. Man erkennt auch die Blümchen ganz toll. Ich zeige euch jetzt mal den Druck. Ja, also das sieht sowohl schwarz als auch weiß aus. Weiß richtig toll aus. Kriegt bei mir eindeutig eine 1. Diese Bilder kosten, glaube ich, 3,99 €. Manchmal gibt es solche Bilder im Angebot, dann kosten sie meistens so 2,99 € in Deutschland. Ja, also für dieses Geld kriegt man einfach ein wunderschönes Bild. Wir machen auch mal einen Klebecheck. Und ihr hört, es ist wirklich ordentlich sticky. Finde ich sehr gut. Und ich glaube, wir machen dann einfach mal hier im Eck bei dem K. Eine Probepainting-Runde, bloß mit einer Farbe, um zu gucken, ja, wie sind denn die Steinchen, weil unsere Steinchen sind aus Acryl. Die kommen, wie wir es vom Action kennen, in den Einwegtütchen zum Aufschneiden. Hier steht dann nochmal die Nummer drauf. Also von 1 bis 3 und so weiter. 9 haben wir ganz zweimal. Und dann kommt dann hier, geht es weiter mit A. Ne? Also wir haben Zahlen und Buchstaben dabei. Wir machen einfach mal komplett alles auf. Ja, und es ist ein O, es ist ein riesiger Strang. Geht hinten bis zum P. Das ist so ein braun. Topton. Ja, und ihr seht, wir haben Acrylsteinchen. Schauen aber so erstmal ganz gut aus. Dann haben wir hier das O. Auch ein Braun, auch zwei Tütchen. Das Blau in den Augen. Und hier so eine ganz zarte Farbe und noch mal ein bisschen Blau. Ein dunkles Braun. Nochmal ein helleres Braun, ein rotstichiges Braun. Ja, also schöne gedeckte Farben, aber auch für die Blümchen schöne helle Farben.
Und ich bin wirklich gespannt, was uns Action hier an Qualität an den eckigen Steinchen bietet. Ihr wisst ja, Acrylsteinchen gibt es in schlechter Qualität, aber auch in guter Qualität. Gerade in eckig, ne? Aber was ich hier so sehe, sieht auf jeden Fall erstmal sehr gut aus. Die Farben von den Blumen sind schön stark. Bin ich sehr begeistert. Ja, und hier auch wieder gedecktere Farben von unserem Nils in der Graurichtung. Also ich bin sehr gespannt. Und das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall dann nochmal an. Ich werde euch aber noch ein bisschen was zeigen. Ach so, wegen Knappereien. Es war ja hier der Spekulatius dabei. Hat mich mega gefreut. Aber es war auch noch was dabei und das ist schon längst aufgebraucht. Oder besser gesagt, gestern habe ich da das letzte Teilchen davon gegessen. Nämlich Marzipan. Auch da hat die liebe Isa mir zugehört. Und ja, hat mir ein bisschen Marzipan geschickt und das waren so kleine Marzipanbrote, ich glaube 8 Stück, recht klein und halt genauso richtig für den kleinen Hunger für zwischendurch. Das hatte ich mir mit auf Fahrt zu meinem Schatz mitgenommen und immer wenn ich mal so ein bisschen, ja, einen kleinen Hunger verspürt habe, habe ich mir dann so ein schönes Marzipanbrot gegönnt und das war sehr, sehr, sehr toll. Na, also Marzipan, ich liebe es. Okay, also das legen wir nochmal zur Seite und gucken wir uns gleich nochmal an. Auf jeden Fall war in diesem Paket noch was drin und das ist das, was mir zuallererst aufgefallen ist und das hat mir absolut die Sprache verschlagen. Das war eine Sache, wo ich schon länger überlegt habe, ob ich mir es leiste, aber aktuell habe ich einfach einen Kaufstopp und dann hat es die Isa mir einfach geschickt. Ich zeige euch mal, was es ist. Es ist nämlich von Artstott. Ein Koffer. Und ihr seht, wie riesig der ist. Ich kriege den jetzt gar nicht so richtig auf mein, ja, auf mein Bild drauf. Das ist auf jeden Fall einer dieser Hartschalenkoffer. Richtig schön, auch hier wieder mit diesem Griff. Schön stabil, lässt sich gut tragen. Und wie gesagt, der wiegt echt einiges, denn der hat keine 60 Döschen, der hat keine 120 Döschen. Nein, er hat 240 Döschen. Und das ist eine ganze Menge. Also ich bin immer noch sprachlos und ja, ich zeige euch mal, wie der Koffer so daherkommt. Ich guck mal, ob ich vielleicht euch nicht doch ein bisschen anders einstellen kann. So, jetzt habt ihr mindestens noch ein kleines bisschen mehr Distanz zum Koffer. Zwar nicht viel, aber immerhin. Der Reißverschluss ist wie bei diesen Koffern auch immer sehr schön stabil und hochwertig. An den Zippern steht auch Art dort dran. Wir haben insgesamt 2 Zipper, weil so viele Döschen sind. Das heißt, wir haben mehrere Ebenen. Und wir machen mal die erste Ebene auf. Und da seht ihr schon, das ist sehr, sehr viel. Das ist sehr, 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 sehr viel. Wir haben hier einmal in der Länge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Döschen. Und in der Höhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 80 Döschen in einer Ebene haben wir. Und haben wir hier einmal auf der ersten Ebene genau einmal so ein 80er Tray. Kann man auch schön rausnehmen, ne? Falls man sagt, okay, ich habe jetzt 3 Ebenen und ich werde es so machen, dass ich da pro Ebene ein Bild mache. Kann man sich halt dann in so einen Koffer zum Beispiel auch 3 Bilder reinsortieren. Und dann nimmt man einfach, wenn man dann am Tisch ist, sich einmal so eine Lage raus. Es ist ja alles kein Problem. Dann hat der Koffer auch wieder dieses super Netz, was ich ja so absolut liebe bei diesen Koffern. Egal, ob das jetzt so ein Riesenkoffer ist, ob das jetzt ein 60er Koffer ist oder ein 30er. Ne? Also diese Netze finde ich einfach toll, weil da kann man ein bisschen Zubehör mit reinführen. Und Zubehör ist hier auch wieder mit drin. Dann holen wir alles raus. Das gucken wir uns dann noch mit an. Ja, und man sieht auch, dadurch, dass der Koffer ein bisschen schwerer ist, wurde hier auch der Griff ordentlich montiert, dass er alles gut hält. So, und wir gucken uns mal die zweite Ebene an, wo dann nochmal 2 solche Lagen Döschen drin sind.
Dazu sollte man einfach dann hier oben diese Lage zu haben. Dann kann man das nämlich einfach hier wegklappen. Und dann kommen hier nämlich die nächsten Lagen an Döschen raus. Auch wieder pro Lage 80 Döschen. Ja, und das seht ihr, das ist mega, mega viel. Perfekt für Bilder mit sehr vielen Farben, zum Beispiel Josephine Wall Bilder oder andere. Es gibt ja mittlerweile viele Hersteller, wo man einfach ein bisschen auch ein bisschen mehr Farben bestellen kann, auch auf Wunsch. Zum Beispiel bei der Pichu kann man ja auch sagen, hey Pichu, kannst du mir das und das Bild mit so und so viel Farben machen? Das ist mittlerweile bei vielen Leuten möglich und dafür sind solche Koffer halt natürlich ideal. Ne? Ich weiß jetzt noch nicht, für welches Projekt ich den Koffer nehmen werde. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich endlich diesen schönen Koffer bei mir jetzt in der Sammlung habe und ihr glaubt einfach gar nicht, ja, wie sprachlos ich jetzt immer noch bin, dass die liebe Isa mir das einfach so geschickt hat, einfach um mir eine Freude zu machen. Ich bin da echt sprachlos. Okay, tun wir mal das gute Stück zur Seite räumen. Und ich zeige euch nochmal, was hier noch so mit dabei war an Zubehör. Weil das ist auch schön, ne? Dass bei diesen Artboard-Koffern dann noch so viel Sachen mit dabei sind. Wir haben hier auf jeden Fall wieder so einen Pop-Up-Trichter. Der ist aus Gummi. Und lässt sich schön zusammenfalten. Und wenn man den braucht, tut man den einfach so rausploppen. Und kann dann perfekt, aber na, bei dem geht es ein bisschen schwer, aber das ist nicht weiter schlimm. Kann den dann perfekt zum Einfüllen von den Steinchen in seine Döschen nehmen. Finde ich wirklich gut. Und dieser hier ist auch wunderschön von der Form. Der ist nicht so sehr verformt, wahrscheinlich weil der ein bisschen fester ist. Und wenn man ihn nicht mehr braucht, dann kann man ihn wieder zusammenfalten. Finde ich wirklich praktisch und den finde ich toll. Er ist auch in so einem schönen Julegrün. Also auf jeden Fall eine Julefarbe. Und deswegen werde ich diesen auf jeden Fall behalten. Ne? Finde ich sehr, sehr toll. Dann haben wir hier, ah okay, Do Not Eat. Das ist einfach Big Desert. Ich glaube, das ist einfach so ein kleines Ding, was einfach die Feuchtigkeit aufsaugt in Sachen. Ne? Gibt es ja manchmal so als kleine Blättchen oder halt auch dieses Granulat, was manchmal in Säckchen dabei ist. Glaube, das kennt jeder. Dann haben wir hier auf jeden Fall ganz viele Labels, finde ich auch sehr gut, ne, gerade bei so einem großen Koffer. Da kann man ja dann, halt wie gesagt, von 1 bis 240 oder halt, dass man sagt, man macht halt bei jedem Bild die Labels neu, kann man das auch machen. Ich bin ja ein Mensch, der die Labels dann immer neu macht. Aber wenn ihr euch das einfach machen wollt, dann tut ihr das einfach bloß nummerieren und nach eurer Legende und guckt dann, was ist die 1? Die 1, ah, okay, das ist das und das Symbol mit der und der und dem 10-Nummer, wenn ihr eine schöne Legende habt. Und die haben wir ja meistens bei den Bildern immer mit dabei. Und das sollte dann auch kein Problem sein. Auf jeden Fall schön viel mit dabei. Richtig gut auch mit. Und jetzt haben wir hier noch ein Tütchen, wo ganz viele Sachen mit drin sind. Wir holen wieder alles raus. Und als allererstes haben wir hier wieder ein Tütchen mit ganz vielen Zip-Beutelchen. Sehr, sehr toll. Zip-Beutelchen kann man immer gebrauchen. Zum Beispiel jetzt bei unserer Action Meets. Deswegen lasse ich die gleich draußen. Weil wenn wir dann ein Tütchen nämlich anfangen, ist das ja aufgerissen. Das kann man nicht mehr zumachen. Und dann nehmen wir uns einfach eins von denen hier. Dann sind da noch drin 2 grüne Schiffchen, die vorne zu sind, unsere Standardschiffchen. Ich selber nutze die ja nicht. Ich gebe die immer weiter bei uns an den Kindergarten.
Dann haben wir hier Stifte. Insgesamt ganze 4 Stück. Mit jeweils einem Einzelsetzer vorne dran. Und mit jedem Stift kommt ein anderer Mehrfachsetzer mit dazu. Wir haben hier nämlich einmal einen Dreiersetzer, dann einmal einen Sechsersetzer. Ah, wir haben 2 Sechsersätze, okay. 2 Sechsersätze, ne? Und nochmal einen Neunersätze. Dann haben wir eine Pinzette aus Plastik. Ich finde ja die Metallpinzetten echt super, aber ich finde diese Plastikpinzette auf jeden Fall besser als diese silbernen Metallpinzetten, die so richtig lommelig sind. Und solange man gar nichts hat, ist so eine Pinzette, mindestens diese schwarze, die etwas größere, stabile, doch nicht verkehrt, muss ich wirklich sagen. Dann haben wir hier nochmal 10-mal Wachs, und zwar nämlich ganz schön viel Wachs. Das seht ihr da. Auch immer gut, Wachs kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier nochmal ein paar kleine Labels. Und was ich richtig genial finde, nochmal so ein großes, schönes, weißes Schiffchen. Ich liebe diese Schiffchen. Ich kann da nicht genug davon haben, weil in denen legen sich die Steinchen richtig gut. Das werden wir auch gleich dann noch mitnehmen für unser Actionbild. Richtig toll. Und was noch dabei ist, ist wieder so ein schöner, großer, weißer Schieber. Die mag ich auch. Sind sehr praktisch, wenn man zum Beispiel einfach von seinem Bild mal die Folie runter macht. Auch das probieren wir gleich nochmal beim Actionbild aus. Also die 3 Sachen heben wir uns mal auf. Die könnten wir gleich noch mit nutzen. So, und ich mache mal hier ein bisschen Platz. Und wir holen uns direkt mal unsere Steinchen von unserem Mützenbild und unser Bild. Wie gesagt, ich drehe das Bild jetzt ein bisschen, denn wir werden mal hier anfangen zu pinten. Ich werde das so machen. Seid ihr im Bild? Ja, so seid ihr im Bild. Und wir nutzen mal das K. Das K ist, glaube ich, genau hier dieses Braun. Aber dazu brauche ich eine Schere, die ich gerade nicht bei der Hand habe. Doch, da. Mein Gott, jetzt habe ich aber Glück gehabt. So. Schneiden wir uns hier unsere Farbe aus, die wir brauchen. Ja, das K. Die restlichen Steinchen kommen nochmal zur Seite. Und ich habe mir auch meine Feder wieder mitgenommen, wo so die wichtigsten Sachen drauf sind. Dann haben wir auch wieder unseren Coverminder, dass man hier ein bisschen zurückschlagen kann. Und ich habe auch ein Ding parat. Das heißt, ich werde mir jetzt hier auf so ein Tütchen einfach mal das K draufschreiben, dass wir auch das Tütchen hier gleich komplett leeren können und alles ordentlich verräumen. Das ist nämlich, finde ich, auch immer sehr wichtig. Richtig schön groß. K drauf. Und wir machen es mal auf und schütten das mal hier in unser riesengroßes Schiffchen mit rein. Wir machen erstmal bloß ein bisschen, um uns mal die Qualität der Steinchen anzuschauen. Diese großen Schiffchen finde ich einfach mega gut. Da legen sich etliche Steine einfach wirklich perfekt. Und ihr seht, es glitzert und glänzt. Ich sehe da ein bisschen Trash mit dabei. Das heißt, das ein oder andere Steinchen werden wir wahrscheinlich aussortieren müssen. Man kann das allerdings auch mit einem Skalpell oder mit einem Nagelclip, kann man die Steinchen sich eigentlich auch noch zurechtschneiden. Ich selber mache das nicht. Ich sortiere einfach aus, dafür habe ich meinen Steinchenmülleimer. So, und wir probieren mal, wie das jetzt hier so klappt. Wer hier sein Raster sehen möchte, im Dunkeln, der muss auf jeden Fall mit Lightpad arbeiten. Dann hat man die Möglichkeit, dass man da das Raster sieht. Ich selber werde es dann auch nutzen.
Wir machen jetzt nur ein kleines Eckchen mal so zur Probe. Und dann sehen wir mal, was wir dazu sagen. Wie gesagt, gerade bei so einem dunklen Druck, um das Raster zu sehen, wenn wir ein Raster haben, dann ist so ein Lightpad wirklich zu empfehlen. Aber da ich jetzt hier alles schön einzeln setze, dürfte das trotzdem auch ganz gut gehen. Ein bisschen sehe ich das Raster. Kleben lässt sich auf jeden Fall gut. So, und dann füllen wir mal hier auf. Ja, lässt sich gut auffüllen. Hier verschiebt sich erstmal nichts. Lässt sich alles gut setzen. Und ich denke, dieses Bild werden wir auch dann demnächst mal machen. Wird auf jeden Fall nicht weit weggeräumt. Denn ich bin wirklich sehr gespannt. Ein Bild mit eckigen Steinchen vom Action. Dann ist es noch eine Miets mit so schönen Blumen. Ja, halt auch wirklich total meins. Ich sehe auf jeden Fall, wir haben hier kleine Lückchen. Es lässt sich aber gut legen. Und ich denke mal, wenn man das ordentlich legt, hat man trotzdem ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Ich zeige das euch mal. Glitzert und funkelt auf jeden Fall toll. Ihr seht auch, den Rand kann man richtig schön legen. Das sieht sehr gut aus. Ne? Dafür, dass wir das jetzt einfach mal so schnell ohne Lightpad gesetzt haben, bin ich sehr zufrieden. Klebkraft finde ich auch gut. Und wie gesagt, der Druck ist einfach bombastisch. Für dieses Geld auf jeden Fall ein richtig schönes Bild. Also die Actionbilder, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Wie jetzt die Qualität mit den eckigen Steinchen jetzt wirklich ist, dazu möchte ich mich richtig erst äußern, wenn ich das Bild fertig habe. Und damit wir das natürlich auch irgendwann machen, möchte ich gucken, dass ich dieses Bild wirklich dann in den nächsten Wochen immer mal ein bisschen tinte. Ja, und dass wir uns dann halt da unsere Meinung drüber bilden können. So. Ich habe jetzt hier meine Steinchen umgefüllt, wie ich gesagt habe, in mein Zipptütchen. Und bin jetzt so damit erstmal zufrieden. Meine Miets werde ich jetzt nicht zurück in den Karton packen. Ich gucke mal, ob ich eine passende Mappe dafür finde, wo ich die Miets da reinpacke. Oder sie kommt auf den Bügel. Das Problem ist, dass die Bilder 30x40 von den Actionbildern in diese normalen A3-Mappenleiter meistens nicht reinpassen, weil das 30x40 wirklich großteils hier auf unsere, nicht auf die Leinwand, sondern teilweise sogar, glaube ich, auf das Bild bezogen ist. Ich werde es einfach mal probieren und gebe euch dann nochmal Bescheid, ob das hier bei diesem Bild genauso ist. Ansonsten habe ich noch so eine kleine Künstlermappe, die einfach bloß so Schnappgummis hat. Da kann ich mir das auch reinlegen. Oder ich hänge es einfach mit zu meinen angefangenen Bildern, die ich im Wohnzimmer habe, auf meinen Hosenkleiderbügeln mit drauf. Ja, was muss man noch wegräumen? Unsere riesengroße Steinchen. Deswegen schreibe ich jetzt hier auf die Tüte auch nochmal mit dem Edding drauf. Nämlich Katze Action 30x40 und eckig. Der Stift hat auch wieder ganz tolle Geräusche gemacht. Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht so sehr gehört, weil es sind eher diese unangenehmen Geräusche. Wie wenn man irgendwie zum Beispiel mit Fingernägeln über die Tafel kratzt. Irgendwie so klang das fast ein bisschen. So, und ich tue jetzt hier meinen Kar noch mit rein und tue meine Wurst hier noch ein bisschen zusammenhalten. Wobei, jetzt sind es ja zwei Würste. Ich habe sie ein bisschen auseinandergeschnitten. Und hier einmal die kleine.
und die etwas längere Wurst. Ich habe heute mich wieder erst den Mensch anzustellen. Und zwar tun wir das jetzt hier noch so rein. Wir müssen hier hinkommen. Jetzt. So. Und schon habe ich es einfach ein bisschen aufgeräumt. Das kommt dann in mein IKEA Expedit Schubkasten und ja, das Mietsbild. Da freue ich mich schon drauf. Ja, liebe Isa, ich danke dir, wie gesagt, nochmal total vom Herzen. Und ja, ihr Lieben, diese Action-Sachen gibt es aktuell wirklich im Action. Guckt einfach mal nach, ob es vielleicht das auch bei euch gibt in der Nähe, wenn das euch interessiert. Viele haben geschrien, dass Action nochmal eckige oder Bilder mit eckigen Steinchen bringen soll. Und jetzt ist es wirklich in der Tat so, es gibt, glaube ich, 4 Motive. Gab ein Landschaftsbild mit so einem chinesischen oder japanischen Motiv drauf. Dann, glaube ich, ein Mandala, wenn ich mich richtig erinnere, die Katze und ich glaube noch irgendwas anderes. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. einfach mal vorbeischauen. Ich bin auf jeden Fall wirklich glücklich darüber, jetzt da ein Bild zu haben und das austesten zu können. Ja, und ich freue mich halt auch total über diesen Koffer. Der wird sicherlich bald in Einsatz kommen und das werdet ihr dann natürlich sehen. Bei größeren Kitting-Ups nehme ich euch ja natürlich immer sehr gern mit. Das nutzen wir dann immer zu einem Quassel-Video. Ja, und wenn ihr der Isa was Gutes tun wollt, dann schaut mal bei ihr bei TikTok vorbei, abonniert oder schaut mal rein, wenn sie im Live ist. Ist auf jeden Fall immer eine sehr schöne Zeit. Mich freut es immer, wenn sie da ist. Und ja, dann schaue ich halt rein. Und ich bedanke euch auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Hat das Video euch gefallen? Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald und ciao, ciao.